Eine Splittergruppe der GBA hat uns verraten und kämpft nun auf der Seite des Drachens. Dieser feige Verrat darf nicht ungesühnt bleiben. Greifen Sie Ihre Konvois an und unterbrechen Sie Ihren Nachschub. Danach können wir die Verräter und ihre chinesischen Herren vernichten. Schnell, in Position! Da ist der Konvoi! Es geht los! General, eine Gruppe von Verrätern hat die GBA verlassen. Diese Bastarde sind zu den Chinesen übergelaufen. Sie wollen uns vernichten. Die Chinesen beliefern sie mit Atomwaffen. In diesem Moment nähert sich ein Konvoi mit Gefechtsköpfen. Wir werden den Konvoi abfangen und der Welt zeigen, was mit Verrätern geschieht. Anschließend fahren wir den Konvoi in die Basis der Verräter und sprengen die LKW. Verderben allen Verrätern. Ihr Stützpunkt ist hier. Wir haben diese Basis hier für Sie errichtet, General. Und damit herzlich willkommen zurück zu Command & Conquer Generäle. Weidmannsheil, liebe Freunde. Ah, ihr habt gehört, wir haben ein paar Verräter, so. Diese miesen, dreckigen Hunde. Kohle braucht man immer. Ein paar Soldaten sind nicht schlecht. Ja, wie ihr gehört habt, haben wir hier ein paar Verräter. Oh, die sind schön blau. Okay. Schön. Blau ist eigentlich immer meine Lieblingsfarbe. Ein paar Verräter auf unserer Seite, die der Meinung sind, sie könnten uns einfach so hier den Rücken zukehren und dann... Okay, ich will die vielleicht nicht meine Basis lagern. Und dann damit ungestraft davonkommen. Aber nein, nicht mit uns. Wir zeigen der Welt, was mit Verrätern passiert, so wie es gefordert wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht nochmal so ein... Doch, da kommen nochmal welche, ja? Einheiten. Also lassen wir das hier erstmal alles so stehen. Und kümmern uns hier vorne erstmal darum, dass wir da noch erstmal Geld dran schaffen, logischerweise. Und uns da ein bisschen aufbauen. Und dann sehen wir zu, dass wir die da ruckzuck vernichten. Was glauben die denn, wer die sind? Oh, Verzeihung, ich muss kurz aufstoßen. Habt ihr es gesehen am Anfangs im Intro-Video? Da machen die da eiskalt so eine geile Matrix-Bullet-Time, ja? Also, wir wissen jetzt genau, woher die das haben. Die von Matrix, die Macher mit der Bullet-Time. Obwohl, warte mal, wann kam dieses Spiel raus? 2003, ich glaube, Matrix kam... Kam Matrix nicht sogar noch in den 90ern raus? Ende der 90er? Ist der Film nicht schon so uralt? Upgrade verfügbar. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es ungefähr zeitgleich war. Aber ich glaube, Matrix war ein bisschen früher als 2003. 2004 ging ich zur Bundeswehr. Ich glaube, da gab es Matrix auch schon. Ja, müsste hinkommen. So, da ich das jetzt gerade gesagt habe, habt ihr auch ungefähr eine Ahnung, wie alt ich bereits bin. Aber das ist ja egal, tut hier nicht zur Sache. Wir haben hier Atomsprengköpfe, die ich nicht unbedingt in meiner Basis lagern mag. Aber wir sollen die jetzt da reinfahren und dann da detonieren lassen. Das finde ich super, weil das heißt, wir müssen die ganze Verteidigung ausschalten. Und wenn man die ganze Verteidigung ausgeschaltet hat, kann man da auch, braucht man da nicht mit Atom-LKWs reinfahren, sondern kann da auch mit Einheiten rein. Aber ich glaube, es geht halt um den Vorführeffekt. Wir wollen ja der Welt zeigen, was mit Verrätern passiert. Und das bekommen wir hin. Ich brauche mal ein paar von euch, Freunde. Ich brauche ein paar von euch hier noch zum Bauen und Sammeln. So viele Vorräte. Ja, ich brauche so ein Gerät hier. So ein habe ich noch nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. So, bauen wir hier ein bisschen gemütlich im Kreis auf. Hier fahren ja mal Patrouillen rum. Die will ich gleich erledigen hier mit ein paar Raketenbots. Raketenbots. Und ansonsten, ja, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Schön, dass ihr immer noch dabei seid bei der glorreichen IBG-Kampagne. Da kommt wieder der Konvoi lang gefahren. Ja, wir können auch mal so ein Ding da hinstellen, oder? Leider ist es nicht getarnt, aber wir können ja mal gucken, wie das klappt. Klick-Klack, Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Macht mich nervös, wenn da ein Sprengsatz steht. Ich weiß ja nicht, wie viel die LKWs aushalten, aber eine Explosion muss ja nicht dabei sein. Na, der wollte schon auf mein cooles Ding hier schießen. So, da oben ist ein Panzer. Mal gucken, ob wir den bekommen. Ja, ich habe eiskalt den Abfangkurs berechnet schon. Easy peasy. Wo ist denn der Panzer hin? Laut meinem Berechnung müsste er jetzt hier auftauchen. Aber er ist nicht gerade ausgefahren, er ist abgebogen. Kann ich nichts für. Tut mir leid. Sorry, Leute.
Egal, schnappen wir uns den hier. Nein! Doch! Oh oh. Sind die jetzt sauer? So ein Jeep, da passen so viele Menschen rein. Der wird wahrscheinlich niemals da ankommen. Oh, er weicht den Raketen elegant aus. Was können die MG-Leute? Die können gar nichts. Wir haben einen Nein! Es hat gereicht. Für uns. Ja. Was wollen Sie von mir? Was wollen Sie von mir? Ich bin dein verdammter Herrscher. Das ist egal, was ich von dir will. Du tust es. Überraschung! Knallt sie ab! Diese Verräter! Wir sind in der Unterzahl. Wir haben einen Krieger verloren. Tötet erst die. Oh, ohne Verluste, ey. Was sind wir für Tiere? Jetzt schleppt euch schnell zurück zur Basis. Kommt, ihr seid Helden. Ihr seid Helden unserer glorreichen Nation. Nein! Die Verräter haben unsere Einheiten bemerkt. Sie können jeden Moment angreifen. Ja, vielleicht haben sie die bemerkt, weil ich da vielleicht ein paar Einheiten angegriffen habe. Aber das ist nur so eine Vermutung, die ich aufgestellt habe. Ah, guck mal. Wir haben einen Krieger verloren. Wenn die uns kaputt machen, lassen wir jetzt auch diese Dinger fallen. An Mut fehlt es mir nicht. Ka-ching. An Mut fehlt es mir nicht. Trotzdem sagst du das nicht so überzeugt. So, was haben wir denn hier? Gleich im Palast stehen, sehr schön. Wir brauchen nochmal davon ein paar. Freiheit für unser Land. Panzer, könntest du? Wärst du so nett? Da sind unsere Helden, die können ruhig erstmal gammeln. Nein! Den können wir mal reparieren. Was ist da? Was ist da? Ach hier, die wollen ihren Konvoi befreien. Das habt ihr euch wohl so gedacht, meine Freunde. Das habt ihr euch nur so gedacht. Könnt ihr die mal wegschießen, bevor die meinen Panzer kaputt machen? Wir haben einen Krieger verloren. Mit dem Tarnung-Upgrade sind alle Rebellen, die nicht schießen, unsichtbar. Okay. Klingt gut. Klingt sehr gut sogar, meine Freunde. Sehr, sehr gut. How about a black market, my friend? Das freut mich, dass du dein Bestes tust. Ich habe auch nichts anderes erwartet, mein Freund. So eine Rakete wäre vielleicht nicht schlecht für die. Die Raketenbuggies sind sowieso nie verkehrt. Und hier für den Hinterhalt vielleicht noch ein bisschen Verstärkung mit den Raketenbuggies. Die hauen ordentlich rein, nämlich. So, wir haben hier schon einen Panzer weniger jetzt. Aber das wird uns nicht aufhalten, Leute. Es gibt noch einen Kollegen, den wollte ich jetzt haben. Diesen hier. Der kümmert sich gerne hier um Konvois. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Was da für Einheiten kommen. Kommt dann wieder ein Konvoi? Noch mehr LKWs? Komm her, ihr dürft euch heilen. Ja, Straßen, wozu? Jawohl! Erstmal mit deinem Buggy den ganzen Zaun niederreißen, den hier irgendein Mann in mühsamer Arbeit hingebastelt hat. Was sollst du wohl machen? Du bist die Tötungsmaschine par excellence. Oh, ich komme mit dem Buggy. Okay, wenn jetzt wieder 35 Menschen rauskommen, hätte ich ein Problem. Wir haben einen Krieger verloren. Hey! Achtung! Chinesische Truppen. Sie suchen wohl ihren Konvoi. Erhöhte Alarmbereitschaft. Wieso sind die getarnt? Diese IGB-Schweine. Ja, weil sie die gleichen Upgrades haben wie ich. Da! Chinesen! Knallt sie weg! Wir haben einen Krieger verloren.
Wo sind unsere LKWs? Entschuldigung, haben Sie unsere LKWs gesehen? Hallo, aua, warum schießen Sie auf uns? Wir wollen doch nur unsere LKWs. Könnt ihr ein anderes verarschen? Jinglao. Hey! Schnell sammle die Kisten ein, da kommen nämlich noch ein paar andere. Pa-pa-pam. Wir haben einen Krieger verloren. Ah, ich hab was vergessen. Always buy this one. And this one, and this one, and this one, and this one, and... Oh, ich will alles. Ich bin gierig. Ja, du wirst auch für harte Arbeit bezahlt, mein Freund. So, du darfst die Kisten schleppen, während du hier weiterhin so ein Nest nochmal aufbaust. Ah, das ist ja no better tools. Doch, aber nicht für dich. So. Der kommt mir mein Dings ein bisschen zu nah. Wo hat der den Turm hingeschwenkt? Wollte der schon? Wir haben jetzt zusätzliche Munition. Super. Hast du gut gemacht. Hast du fein gemacht. Wieso fahren die hier immer durch meine Basis, Mann? Das ist ja mal super nervig. So, machen wir es hier mal ein bisschen enger. Voll nett, dass sie mich mit Panzern versorgen auch. Immer. Wir haben einen Krieger verloren. Zieht euch das rein, was das für miese Penner sind. So. Ich bin bereit. Das war viel Arbeit. Wer ist das Ziel? Das war's da. Fahr weg, fahr weg, fahr weg. Lauf weg, meine ich. Hä, wer war das? Mysteriös. Das ist ein Fall für Galileo Mystery, meine Freunde. Könnt ihr mal bitte aufhören, in die Richtung von dem zu laufen? Zu fahren? Tue, was ich tun muss. Du tust das, was ich dir sage, was du tun musst, mein Freund. Das ist ein Unterschied. Oh, 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 was kommt denn da? Halleluja. Da gibt's gleich ein bisschen was aufs Maul. Fürchte ich. Nee, das ist nur eine Patrouille. Roger, Roger. Ich bin gar nicht mehr da, Leute. Na, ja. Ich beeile mich. Sehr schön, das freut mich, dass du dich beeilst, Kumpel. Ja, habe ich jetzt hier keine Kohle mehr? Wow. Hä, was? Wer hat Rohstoffe gefunden? Check das mal da oben ab. Sehr dezenter Art, mir mitzuteilen, dass dir das zu weit ist, du. Blödmann. Oh oh. Jetzt knallt's wohl ein bisschen. Autsch. Mir entkommt keiner. Sonst noch was? Rücke vor. Ich schleiche mich an. Wer ist das Ziel? Ruhig. Ich schleiche mich an. Okay.
Wozu? Ich werde euch vernichten. Ist meine Pflicht. Tja, was macht man gegen solche Gegner, wa? Gute Arbeit, General. Glückwunsch zur Beförderung. Vielen Dank, Bro. Cool. Kollege Kerl, kannst du den Panzer mal ausschalten? Vielen Dank. Wir haben einen Krieger verloren. Uncool. Was wollen Sie von mir? I need more Black Markets. Ich tue, was ich tun muss. Also hier gibt es bald... Chinesische Truppen. Okay. Sie suchen wohl ihren Konvoi. Erhöhte Alarmbereitschaft. Oh oh. Wir haben einen Krieger verloren. Die Artillerie ist nicht gut. Wir haben einen Krieger verloren. Holt euch den ganzen Krempel. Lasst euch befördern. Ausgezeichnet. Wo sind denn hier meine Raketenbuggies? Hä? Hatte ich hier nicht mal... Wo sind die? Hallo? Raketenbuggies? Oh, sind die kaputt? Ja, ja. Weiß schon, wofür ja, ja steht, mein Freund. Ich will jetzt das Ding hier kaputt machen, dann lasse ich hier ein paar Soldaten spawnen und nehme deren ganzen Einheiten mit. Mir entkommt keiner. Wer ist das Ziel? Ruhig Blut. Ausgewichen. Like a boss. Wow, wie ich ausgewichen bin. Wir haben einen Krieger verloren. Nein! Was ist denn der Scheiß, ey? Ich mache nur meinen Job. So. Straßen, wozu wir als wohl? Zack, Junge. So, ich hab. Wo hatte ich hier mal ein paar Leute von denen rumstehen? Hier, ihr müsst das mal reparieren hier, was kaputt geht. Oh, ja, es ist alles elendig langsam, ich weiß. Da hat er noch ein paar Rohstoffe gefunden. Er hat mich nicht angelogen. Wir haben einen Krieger verloren. Irgendwo ging das doch. Ah! Das ist harte Arbeit. Wenn da auch ein paar Chinesen herkommen, habe ich halt Pech gehabt. Straßen, wozu? Was liegt an? Ich weiß jetzt, welche Einheit ich verloren habe. Wahrscheinlich fährt er zu nah ran, der Trottel. Wir haben einen Krieger verloren. So, ich habe gehört, hier gibt es ein paar Einheiten für mich. Wir haben einen Krieger verloren.
in Gefahr liegt. Tum. Achtung! Chinesische Truppen. Sie suchen wohl ihren Konvoi. Erhöhte Alarmbereitschaft. Geht das schon wieder los? Oh! Aua! Wir haben einen Krieger verloren. Chinesischen Truppen müsste mir hier schon ein bisschen mehr bieten. Wir haben einen Krieger verloren. Na, ah, das dachte ich mir nämlich, dass da oben wieder welche kommen. Was haben die denn gemacht? Okay. Nun gut. Unsere Heimat ist in Gefahr. An Mut fehlt es mir nicht. Wir kennen keine Angst. Diese Ficker haben sich hier einfach reingespawnt. Aber gut, damit kann ich ja leben. Sieht aus, als könnte man das einnehmen. Ja, die Verteidigung ist ja echt nicht clever gewählt, muss ich ja auch mal sagen. Was wollen Sie von mir? Ja. Ja. Da kann ich nicht bauen. Nee, ja schon. Das gibt's so nicht. Da kann ich nicht bauen. Ich beeile mich. Ich bin bereit. Für Gerechtigkeit. Unser Mut ist grenzenlos. Verderben allen Unterdrückern. Die höhere Ordnung soll herrschen. Gerechtigkeit. Was auch immer ihr da veranstaltet, das gefällt mir. Jetzt haben die da schon wieder welche gespawnt, ey. Okay, halb so wild.
Wieso kann ich dieses Tunnelding nicht kaputt machen? Ja, das gehört dann automatisch uns ausgezeichnet. Wir haben das Gebäude eingenommen. Hallo, meine Freunde. Was wollen Sie von mir? Freiheit für unser Land. Ich werde arbeiten. Überall lauern Feinde. Ich höre. Okay. Es wird hart. Einen Krieger verloren. Was ist da passiert gerade? Ist sich in die Luft gejagt oder wie? So, es wird Zeit, mit der Kohle, die ich habe, hier vielleicht mal eine kleine Armee zu bauen, die da jetzt für Ende macht hier. Ich werde arbeiten. Da oben mit der Basis. Ja, ich glaube, es reicht. Ja. Wird repariert. Ohne schöner Schwarzmarkt. So, wenn die Einheiten da durch sind. Wer ist das Ziel? Ich habe ihn im Visier. Rücke vor. Verdammt, ein Unterdrücker für Gerechtigkeit. Unser Mut ist grenzenlos. Höhere Ordnung soll herrschen. Gut fühlt es mir nicht. Ist gut. Ich höre uns nicht. Wer ist das Ziel? Habe ich nicht automatische Fahrzeugreparatur? Warum wird der nicht repariert? Ich meine, manche werden repariert, manche nicht. Gut fühlt es mir nicht. Wird gemacht. Unser Mut ist grenzenlos. Hey, du sollst hier verteidigen, Kumpel. So, ich hab da noch ein paar mehr Skorpione jetzt hier, oder? Ja. Komm jetzt. Keine Lust mehr. Ich tue mein Bestes. Sehr wohl. Unser Wille ist stark. Skorpionpanzer. Mir entkommt keiner. Da unten noch mal
So, der hat das erledigt. Na. Wahr sein. Das ist harte Arbeit. Was liegt da? Sehr schön. So, jetzt rein da. Dann hat sich die Sache erledigt. Hoffentlich bald. Wir haben einen Krieger verloren. Ja, das passiert. Im Krieg werden Krieger verloren, leider. So, wir chillen jetzt erstmal hart ab und schicken jetzt mal diese LKW hier erstmal ein. Was machen die denn da? Sind das Zivilisten? Zivilisten muss ich jetzt nicht unbedingt haben hier. Oh. Lauf! Krieger verloren. Oh, durch die Friendly Fire erwischt es ihn. Wir haben einen Krieger verloren. Wir haben einen Krieger verloren. Huhuhu. Ich habe meine Befehle. Oh ja, die hast du, mein Freund. Ich tue mein Bestes. Gar nicht mal so langsam, wie ich dachte, die Kollegen. Ja, die armen Zivilisten sind jetzt natürlich... Aber gut, da sind wir ein bisschen radikaler, was das angeht. Wer sich... wer nicht für mich ist, ist gegen mich, sozusagen. Und wenn die sich da... Wenn die das da zulassen, dass sie sich da einnisten, dann... ist mir das egal. So. Ja, tut mal eure Pflicht und springt euch selber in die Luft. So, hier erledige ich jetzt bitte den Rest hier. Oh, die knallen die Zivilisten echt ab, ey. Das ist ja frech. Aber wie ich schon gesagt, keine Gnade den Verrätern hier.
Oh, wow. Echt mal. Fiesen Ungläubigen. Räumen wir hier mal auf. Ich glaube nicht, dass ihr da noch was aufbaut. Fass. Wir haben einen Krieger verloren. Hahaha! Der Sieg ist unser, ihr Verräter! Hier gibt es nichts mehr zu tun. Gute Arbeit, General. Sieg! Spannende Mission. Also, naja, geht so, ne? Aber interessante Mission. War wieder ein 2 gegen 1, obwohl die Chinesen ja immer nur nach ihrem komischen Konvoi gesucht haben. Wo ist der denn hin? Wahrscheinlich haben die Verräterschweine immer gefunkt zu den Chinesen. Ja, wo bleibt denn unsere Atomsprengköpfe? Und die, hör, wir haben die doch geschickt. Und dann nein, und dann doch, und nein. Okay, wir gehen gucken. Und dann waren sie immer tot. Tja, keine Zeugen. Dann kann man uns auch nicht anklagen. Ja, den Verrätern haben wir auf jeden Fall den Chaos gemacht. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und seid auch das nächste Mal dann wieder dabei, wenn wir wieder ein bisschen daddeln in der IBG-Kampagne. Und ansonsten lasst es euch gut gehen. Habt wieder mal und wie immer einen angenehmen restlichen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.